brandneue Studie. Dieses Speiseöl verbrennt Fett trotz gleich vieler Kalorien. Es kam eine brandneue Studie heraus und diese wurde in der renommiertesten Gesundheitszeitschrift der Welt publiziert, dem Nature Magazin. Diese randomisierte Goldstandardstudie zeigte, dass Teilnehmer gleich alt waren, gleich viel wogen circa und gleich viel Kalorien aßen circa. Und auch die Makronährstoffverteilung war circa gleich, also Proteine, Fette und Kohlenhydrate. Und trotzdem nahm die eine Gruppe statistisch signifikant mehr Gewicht ab als die anderen Gruppen. Und alles, was diese Gruppe tat, die abnahm, war ein bestimmtes Öl in ihrer Ernährung einzubauen, mit einer bestimmten Menge. Dazu schauen wir uns die Daten an. Die Kalorien, Fette, Proteine, Kohlenhydrate unterschieden sich nicht signifikant, welche die Teilnehmer zu sich nahmen. Was sich aber sehr wohl unterschied und das signifikant, waren die verschiedenen Fette, die die einzelnen Teilnehmer zu sich nahmen. Die Gruppe 1 nahm am meisten mehrfach ungesättigte Fette zu sich, auch PUFAS genannt auf Englisch oder auch bekannt unter Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren. Knapp 23 Gramm davon am Tag. Die Gruppe 2 nahm am meisten einfach ungesättigte Fette zu sich, knapp 45 Gramm. Die Gruppe 3 nahm am meisten gesättigte Fette zu sich, aber nicht signifikant und war eher eine Placebo-Gruppe mit leicht mehr Kalorien. Was wir sehen, dass nur die Gruppe 2, obwohl sie circa gleich viel Kalorien zu sich nahm, 2 Kilogramm Gewicht verloren hat, was statistisch signifikant war nach 2 Monaten. Die anderen Gruppen 1 und 3 sind circa gleich geblieben. Die Gruppe 3 hat etwas zugenommen, was auch okay ist, da sie auch etwas mehr Kalorien aßen als die anderen Gruppen. Deswegen senkte sich auch der BMI signifikant nur in der Gruppe 2. Und auch der Hüftumfang schrumpfte signifikant in der Gruppe 2. Wir erinnern uns, dass die Gruppe 2 am meisten einfach ungesättigte Fettsäuren zu sich nahm. Schaut man sich diese Tabelle hier mal an, dann sieht man, dass vor allem Olivenöl und Macadamianüsse besonders viel davon enthalten. Rapsöl lassen wir mal außen vor. Dies ist kein sonderlich gesundes Lebensmittel aufgrund, wie es heute hergestellt wird. Aber das Olivenöl ist definitiv an Platz 1. Und genau das nahmen die Probanden hier auch in der Studie zu sich, extra Virgin Olivenöl. Die Frage ist jetzt, wie macht das Olivenöl das denn? Denn man sagt ja, von Öl wird man ja fett. Tatsächlich ist es so, dass, wie man in den nächsten Abbildungen sieht, die Proteinoxidation statistisch signifikant in der Gruppe 2 ansteigt und nur in der Gruppe 2. Das bedeutet, diese Menschen haben statistisch signifikant mehr ihre Energie aus Protein bezogen als die anderen Gruppen. Doch wieso ist das denn so sinnvoll? Protein wird vom Körper am ineffizientesten zur Energie verbrannt, da es eigentlich ein Baustein ist und nicht zur Energieerzeugung genutzt werden sollte. Da der überschüssige Stickstoff sonst immer mühselig ausgeschieden werden muss über die Leber und dann dementsprechend auch später über die Niere, wir kennen es alle, Harnstoff. Hier ein Ausschnitt aus meinem Buch, welches ich gerade übrigens immer mal wieder etwas schreibe. Ja, wollt ihr, dass ich zu Ende schreibe, dann schreibt mir auch sehr gerne mal einen Kommentar dafür, dann mache ich das. Und es ist nämlich so, bis 1 Gramm Protein zur Energie umgewandelt wird, verliert das Gramm Protein 36% seiner Kalorien im Umwandlungsprozess zur Verbrennung. Bei Fett ist es tatsächlich 0%. Der Körper kann am besten Fett verbrennen und es zu Energie machen. Und bei Kohlenhydraten ist es ca. 2,2% Verlust, also ebenfalls nahezu perfekt. Daher ist klar, dass Protein uns übermäßig viel Energie raubt, bei der Verbrennung quasi, wenn man daraus Energie herstellen möchte. Daher eignet sich hier zum Abnehmen, wenn man das Olivenöl nutzen möchte, was ich auf jeden Fall empfehle, auch nicht zu wenig Protein zu sich zu nehmen, denn dann wird das Protein auch zur Energie verbrannt und verbraucht und so senkst du dementsprechend auch deine Kalorien. Wichtig, Olivenöl ist nicht gleich Olivenöl, denn oft wird jenes gepanscht. Nach Europol ist das Panschen von Olivenöl leider zum Alltag geworden. Ebenfalls auch, dass es gar nicht extra virgin ist. Das bedeutet Erstpressung der Oliven und nicht paar Mal die Olive pressen und dann bei Rohkostqualität. Dass die Fette auch wirklich nicht ranzig werden. Daher sollte immer eine Analyse dabei sein mit Pestiziden und Co. Ich verlinke euch mal echtes extra virgin Bio Rohkost Olivenöl mit unabhängiger Analyse hochgeladen auf der Homepage. Wichtig, ein Olivenöl unter 15 Euro ist wirklich ganz, ganz schwer zu erreichen, denn für eine Flasche extra virgin Olivenöl von 500 ml muss fast ein Baum gepresst werden. Doch Olivenöl kann
eben noch mehr. Denn in dieser interessanten Studie mit knapp 223.000 Probanden, die knapp 5 Jahre ging und die Ernährung der mediterranen Ernährung getestet wurde, die hauptsächlich als Basis Wasser hat und Nüsse, Obst, Gemüse, Olivenöl und so weiter. Und etwas vollwertiges Getreide auch. Konnte festgestellt werden, dass nichts hier getestetes das allgemeine Sterberisiko so senkte wie die mediterrane Ernährung mit Olivenöl. Denn Olivenöl wirkte sich sogar noch besser aus auf das allgemeine Sterberisiko, als wenn man ganze Nüsse essen würde, was ich wirklich sehr interessant fand. Das entspricht dann einem 31%igen verringerten Risiko zu sterben, wenn man sich mediterran mit Olivenöl ernährt. Ebenfalls interessant zu sehen, dass Veganer hier nicht immer das geringste Risiko haben zu sterben, denn Vegetarier mit Fisch kamen hier noch besser weg. Das liegt sicher an den gesunden Fetten in dem Fisch. Nur dafür muss man nicht unbedingt den Fisch essen, denn dieser ist oft leider auch belastet mit Toxinen und so weiter und beim Bratprozess werden viele Fette auch wieder ranzig, sondern kann auch einfach kaltgepresstes Algenöl konsumieren. Dies schmeckt ebenfalls geschmacksneutral und hat sehr konzentriert die besten Fette aus dem Fisch. Verlinke ich euch sehr gerne ebenfalls. Das ist sehr günstig vor allen Dingen und unabhängig laborgeprüft. Mit Analysen ist es auch hochgeladen auf der Homepage, was ich euch verlinke. Tatsächlich vom Labor und nicht von der Firma selbst. Sind ja auch ganz märchenhafte Analysen zu finden manchmal. Denn die Oxidation ist extrem in so konzentriertem Öl. Daher muss der Todox-Wert, der für die Oxidation steht, am besten unter 20 sein oder nie über 26 sein. Denn das gleiche gilt auch für den Herzinfarkt. Da konnten Veganer nicht mithalten, denn der Fisch dominiert. Ja? Daher nimmt euer Omega-3, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr seht, es macht am Ende wirklich einen Unterschied. Daher ist die Empfehlung hier der Wissenschaftler 4 Esslöffel extra Virgin Olivenöl pro Tag, um ebenfalls diese beste Chancen zu haben, diese Ergebnisse verzeichnen zu können. Und ganz wichtig, wenn man das Algenöl auch nimmt, kann man das sehr gut mit dem Olivenöl zusammen mixen, weil der Körper braucht immer eine gewisse Fettmenge, damit auch die Fettspaltungsenzyme quasi erstmal in ausreichenden Mengen ausgeschüttet werden. Wenn man nur ganz, ganz wenig Öl zu sich nimmt, dann reicht es oft nicht aus, dass genügend Enzyme auch wirklich ausgeschüttet werden und der Körper es wirklich als ernsthafte Fettbelastung quasi im Körper wahrnimmt, um dann auch dementsprechend die Enzyme auszuschütten. Das ist mal ein ganz, ganz Tipp. Das heißt, wenn ihr Fett konsumiert und fettlösliche Vitamine und so weiter, dann messen wir mal alles zusammen. Wir sehen hier, dass das Körpergewicht ebenfalls gesunken ist in der extra Virgin Olivenölgruppe, aber nicht signifikant, aber schon messbar. Was aber sehr wohl statistisch signifikant gesunken ist, ist das Fett der extra Virgin Olivenölgruppe. Die Olivenölgruppe hat über 1 Kilogramm Fett mehr verloren als die Placebo-Gruppe. Dafür mussten ja über 7000 Kalorien theoretisch gespart werden, um diesen Effekt zu erreichen, was einfach hier mit Olivenöl erreicht worden ist, was quasi 2 Kilogramm weniger Haferflocken ausmachen würde. Übrigens, was ebenfalls signifikant gesunken ist, ist der diastolische Blutdruck in der extra Virgin Olivenölgruppe. Daher deckt sich das mit meiner vorherigen Erläuterung, dass die Proteinoxidation, also die Energiebereitstellung aus Protein, angekurbelt wird. Und dies eben extrem ineffizient ist und man dadurch leichter in ein Kaloriendefizit kommt und Gewicht bzw. noch besser, wie hier durch das Olivenöl, reines Fett verbrennen kann und dann auch kiloweise. Daher könnte es sich lohnen, 4 Esslöffel in eure Ernährung zu integrieren, da es ebenfalls auch eine positive Auswirkung auf deine Sterblichkeit hatte in der Studie sowie auf den Blutdruck in der Goldstandard-Studie. Und das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Wichtige habe ich für euch verlinkt und bleibt gesund, euer Patrick.